Mein Name ist Martin Engels, ich leite das Evangelische Forum in Bonn und ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend zu unserer Veranstaltung Digitale Demokratie lebt, wie Wikipedia und ehrenamtliches Engagement eine demokratische Digitalisierung stärken. Es ist mir eine ganz große Freude, dass wir es heute Abend, diese Veranstaltung stattfindet im Rahmen der Bonner Tage der Demokratie. Wenn ich es richtig weiß, das dritte Mal in Folge, dass diese Tage der Demokratie stattfinden. Und ich freue mich außerordentlich und möchte mich auch bei den Organisatoren, die hinter Trio Medien stecken, bedanken, dass sie diese Initiative ins Leben gerufen hat, vor 3 Jahren, als das Grundgesetz Jubiläum gefeiert hat und so viele Partnerinnen und Partner, auch besonders der Bildungsarbeit, zusammengefunden hat, um das Thema Demokratie in den Mittelpunkt zu setzen. Ein Thema, was nicht selbstverständlich ist. Und wir haben in den vergangenen Jahren erleben müssen, hier, aber auch transatlantisch, dass die Demokratie nichts ist, was einfach von selbst aus existiert, sondern wo wir uns für einsetzen müssen und uns auch Gedanken machen müssen, wie das in einem digitalen Zeitalter funktioniert. Und gerade die Pandemie hat uns gezeigt, mit einem immensen Digitalisierungsschub, vor 3 Jahren hätten wir uns nicht vorstellen können, ausschließlich digitale Veranstaltungen zu machen. Das hat sich massiv geändert. Wie sieht diese Demokratie, welche Herausforderungen gibt es, welche Chancen hat es im demokratischen Kontext und welche Bedrohungen sind da? Und ich freue mich außerordentlich heute Abend, dass wir Sie, liebe Frau Ilyev, gewinnen konnten, dass Sie uns heute Abend einen Vortrag gerade zu diesem Thema halten können. Das freut mich außerordentlich. Nun gebe ich rüber zu meiner Kollegin Hella Blum von der Evangelischen Akademie. Ich sage immer, und es stimmt auch, liebe Hella, die kurzen Veranstaltungen machen wir immer, also wir machen jeweils, also im Evangelischen Forum und der Evangelischen Akademie, lauter kluge und schöne Sachen, aber die kurzen Sachen machen wir zusammen und heute Abend wird das wieder der Fall sein. Ich bin sehr gespannt und gebe zu dir rüber. Ja, danke Martin, stimmt. Die kurzen Sachen machen wir zusammen und das ist total cool, sage ich mal, dass wir heute Lili Ilyev von der Wikimedia da haben. Das ist ja sozusagen der Motor hinter der Wikipedia. Dazu werden Sie gleich noch was sagen, aber ich denke, alle, die heute Abend dabei sind, etwas zu erfahren, die möchten natürlich zunächst auch etwas über die Referentin erfahren und deswegen möchte ich Sie kurz vorstellen, Frau Ilyev. Sie haben Kulturwissenschaften und Slawistik, Philosophie und Ästhetik studiert und haben dann 6 Jahre im kulturpolitischen Bereich im Abgeordnetenhaus in Berlin gearbeitet. Sie setzen sich für Digitalisierung und Gemeinwohl ein und Martin Engels und ich haben gedacht, wir starten in diesen Abend mit einem kurzen Warming-up. Die erste Frage wäre, wie war Ihre erste Begegnung mit der Wikipedia? Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zu dieser Veranstaltung auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass ich hier sprechen darf und danke auch den Organisatorinnen und Organisatoren und Herrn Engels und Frau Blum. Genau, meine erste Begegnung mit Wikipedia, an die kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, weil das war für mich, ich bin 85 geboren, 2001 wurde Wikipedia gegründet. Das heißt, es muss irgendwie so auf dem Weg von Schule Richtung Studium hat sich das so eingeschlichen, dass ich da immer mal wieder reingeguckt habe und ziemlich viel Wissen rausziehen konnte. Aber an meine allererste Begegnung, den ersten Artikel, kann ich mich so nicht erinnern. Aber ich kann mich an meine erste Begegnung mit Wikimedia erinnern, denn ich kannte Wikimedia nicht. Mir war das kein Begriff, bis ich ein Praktikum gemacht habe bei einer Konferenzreihe, Zugang gestalten heißt die, und da geht es um die Verantwortung von Kulturinstitutionen im digitalen Raum. Und da habe ich mitgemacht und Wikimedia war damals 2011 bereits Mitorganisatorin und hat diese Konferenz, also diese Thematik, was müssen Kulturinstitutionen eigentlich heute im Rahmen der Digitalisierung leisten, da schon mitgemischt und das Programm mitgestaltet und das fand ich total spannend. Und da habe ich gesehen, da wurde noch jemand gesucht im Kulturbereich und so bin ich zu Wikimedia gekommen. Was finden Sie an Wikipedia besonders spannend? Vielleicht das? Also es gibt natürlich vieles an Wikipedia, was spannend ist, was ich vielleicht auch gleich in dem Vortrag ein bisschen rausarbeiten kann. Mich persönlich hat besonders begeistert und auch überrascht, die vielen interessanten Menschen, die hinter Wikipedia stehen. Also normalerweise sieht man ja die Artikel
und sieht dann nur so das Frontend. Aha, hier kann ich Informationen abrufen. Aber dass das alles Menschen sind, die dahinter stecken, die häufig mit einem speziellen thematischen Interesse, mit einem Herzensthema bei Wikipedia dabei sind. Und dass ich die in meiner Tätigkeit für Wikimedia, viele von denen kennenlernen konnte und deren Motivation irgendwie erstmal verstanden habe und überhaupt begriffen habe, was diese Community ausmacht, wie viele verschiedene Leute dort sind. Das finde ich ganz besonders begeisternd. Und vor allen Dingen ist das auch, das ist ja eine weltweite Community. Das ist vielleicht auch nicht immer so ganz präsent. Ich werde es nachher auch erwähnen. Es können sich auch bei der Wikimania einmal im Jahr die Ehrenamtlichen der Wikipedia aus der ganzen Welt treffen. Und da kommt man mit so vielen verschiedenen Leuten aus verschiedensten kulturellen Kontexten zusammen, die aber alle eint dieses Ziel, in Wikipedia ihr Wissen frei zugänglich zu machen. Und das ist immer total spannend und einfach, da leuchten immer die Augen bei allen und das ist immer ein Riesenhighlight einmal in mir. Gut, dann, Frau Iljew, ich würde Ihnen jetzt den Staffelstab sozusagen reichen, die Bühne freimachen für Sie digital und ich freue mich sehr auf Ihren Impuls. Also hallo und herzlich willkommen nochmal. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei den Bonner Tagen der Demokratie über ein Herzensthema sprechen kann und auch eins der wichtigsten gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit, wie ich finde, nämlich wie können wir eine demokratische Digitalisierung gestalten? Und heute geht es darum, welchen Beitrag Wikipedia zu dieser demokratischen Digitalisierung leisten kann. Wikipedia als mittlerweile wirklich veritables Massenmedium. Mein Name ist Lilly Iljew. Ich arbeite bei Wikimedia Deutschland im Bereich Politik. Ich werde jetzt hier ungefähr 30 bis 40 Minuten lang sprechen und danach freue ich mich, wie gerade schon gehört, auf Ihre Fragen und vielleicht ein Gespräch im Anschluss. Legen wir los. Zur Struktur, damit Sie ungefähr wissen, was erwartet Sie jetzt hier vom Inhalt her. Erstmal werde ich noch mal kurz die Grundlagen klären. Was war noch mal Wikipedia und Wikimedia in Abgrenzung? Dann gehe ich ein auf das Thema digitales Ehrenamt und möchte mit Ihnen so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wie arbeiten denn diese Wikipedia-Ehrenamtlichen eigentlich? Dann kommen wir zu Wikipedia als ein Werkzeug demokratischer Digitalisierung und ich werde da auch ein bisschen drauf eingehen, was braucht digitales Ehrenamt und was brauchen Ehrenamtliche, um eine demokratische Digitalisierung daran mitarbeiten zu können und schaue auch ein bisschen in die Zukunft, was die Perspektiven sind. Und dann freue ich mich auf Ihre Fragen. Wikipedia und Wikimedia. Was ist da nochmal der Unterschied? Was macht Wikimedia? Also Wikipedia kennen Sie. Das ist dort das Symbol, dieser Wikipedia-Ball. Das ist das Ehrenamtsprojekt zur Erstellung einer freien Internet-Enzyklopädie. Und Wikimedia, nochmal zurück, das ist das Logo unseres Vereins, der Verein, für den ich arbeite, Wikimedia Deutschland. Wir sind die Unterstützungsstruktur von Wikipedia. Wikipedia kennen Sie, noch mal kurz zur Einordnung, 2001 ging Wikipedia an den Start als ein gemeinnütziges Projekt zur Erstellung einer freien Internet-Enzyklopädie. Und wir springen direkt ins Heute. Bis zum Dezember 2020 waren bei Wikipedia 55,6 Millionen Artikel abrufbar. In der deutschsprachigen sind es 2,5 Millionen. Und mal so zum Vergleich, der 24-bändige Brockhaus, der hat 260.000 Stichwörter, also 260.000 gegenübergestellt mit 2,5 Millionen Artikeln in der Wikipedia, also ein riesiger Wissensbestand inzwischen. Und es gibt Wikipedia in annähernd 300 Sprachversionen auf der ganzen Welt, die jeweils in Mehrautorenschaft verfasst werden. Täglich wird Wikipedia 30 Millionen Mal aufgerufen, allein in Deutschland, also es ist tatsächlich ein richtiges Massenmedium geworden. Es wird 1 Milliarde Mal im Monat aufgerufen. Das ist sehr, sehr viel. In Deutschland rangiert Wikipedia auf Platz 7 der beliebtesten Webseiten. Und unter den 50 beliebtesten Webseiten weltweit ist Wikipedia die einzige, die nicht kommerziell funktioniert. Also keine Profitinteressen verfolgt, gemeinnützig funktioniert und auch kostenlos und vor allen Dingen werbefrei funktioniert. Betrieben wird die Wikipedia übrigens von der Wikimedia Foundation. Das ist eine Non-Profit-Organisation, also eine gemeinnützige
Stiftung mit Sitz in San Francisco in den USA. Und in vielen Ländern der Welt gibt es zudem unabhängige Wikimedia-Vereine, die mit der Stiftung zusammenarbeiten, aber Wikipedia nicht betreiben. Und im deutschen Sprachraum ist es natürlich ein Verein, Wikimedia Deutschland e.V. Und wir haben uns 2004 gegründet, also 3 Jahre, nachdem Wikipedia an den Start gegangen ist. Und zwar als erster von heute 60 Ländervertretungen. Das heißt, Wikimedia Deutschland ist der älteste und auch der größte Unterstützungsverein, größte Unterstützungsorganisation von Wikipedia weltweit. Wir haben hier eine Geschäftsstelle. Hier sitze ich auch gerade in Berlin mit 150 Mitarbeitenden mittlerweile. Und vor allen Dingen, Wikimedia Deutschland hat über 85.000 Vereinsmitglieder. Also wirklich eine ganze Menge Leute, die Wikimedia und Wikipedia unterstützen und es unterstützenswert finden, freies Wissen und auch die Ehrenamtlichen der Wikipedia zu unterstützen. Wir sind aber überdies auch Teil einer weltweiten Bewegung, die sich für freies Wissen einsetzt. Was ist der Zweck dieser Bewegung? Zuerst einmal ist es tatsächlich, das digitale Ehrenamt zu fördern und die Communities der Wikipedia und der Schwesterprojekte von Wikipedia zu unterstützen. Das machen wir mit Infrastruktur, mit Equipment, mit finanzieller, mit organisatorischer Unterstützung. Und das ist eine ziemlich große Bandbreite vielleicht nochmal. Also man kann zum Beispiel, wenn man sagt, ich bin Wikipedia-Autor und möchte zu einem bestimmten Thema besonders gute Literatur haben, dann kann man ein Literaturstipendium bei uns bekommen. Also man beantragt dann beim Team Communities bei uns bei Wikimedia Deutschland bestimmte Leistungen und kriegt die dann bewilligt. Oder das geht bis dahin, dass wir Konferenzen mit Hunderten von Teilnehmenden mitorganisieren und da unterstützen. Und es ist also ein ziemlich breites Spektrum an Unterstützung, die wir für die Communities leisten können. Das Neueste und auch ziemlich cool finde ich, man kann inzwischen auch Drohnen ausleihen. Also Wikipedianer, die gerne fotografieren, um die Wikipedia zu bebildern, die können bei uns eine Drohne beantragen, um damit dann ganz besonders tolle Aufnahmen machen zu können. Bei uns entsteht auch Software. Also die Software, die hinter Wikipedia steckt, die muss ja gewartet werden, die muss aktualisiert werden, die muss weiterentwickelt werden, gemeinsam mit den Communities. Auch das tun wir. Die Software hinter Wikipedia heißt Wikibase. Und ein wichtiges Projekt ist auch Wikidata. Das ist sozusagen eine maschinenlesbare Wikipedia, eine große Wissensdatenbank. Und auch die entsteht hier in Berlin bei Wikimedia Deutschland. Natürlich in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Communities. Was wir noch machen, sind die politischen Rahmenbedingungen für freies Wissen und für Wikipedia pflegen. Und in dem Sinne, dass wir für das Menschenrecht auf Zugang zu Bildung und Wissen uns dafür einsetzen und versuchen, diese Bedingungen zu verbessern, wo immer es möglich ist. Wikipedia finanziert sich übrigens einmal im Jahr durch eine Spendenkampagne. Das kennen Sie vielleicht. Da ist dann oben bei den Wikipedia-Artikeln wird so ein Banner eingeblendet. Und da bitten wir dann um Geld. Und diese Spendengelder werden eingesetzt, um freies Wissen zu fördern. Das zu tun, was ich gerade ein bisschen ausgeführt habe. Die Server zu betreiben, die politische Arbeit zu unterstützen, die Software zu verbessern und dergleichen mehr. Das Schreiben der Artikel erfolgt ohne Bezahlung, um das nochmal zu sagen. Das wird von den Ehrenamtlichen übernommen. Okay, aber was macht Wikipedia jetzt eigentlich zum Lichtblick im Internet? Das hat jedenfalls Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kürzlich gesagt. Die Wikipedia, die deutschsprachige, ist im März 20 Jahre alt geworden und zu dem Geburtstag hat Frank-Walter Steinmeier uns ein Grußvideo geschickt, in dem er sich bei den Ehrenamtlichen herzlich bedankt und Wikipedia als ein Wunderwerk der digitalen Welt würdigt. Wie kommt es dazu? Schauen wir uns mal an, wie die Ehrenamtlichen denn arbeiten. Der wichtigste Punkt ist, die Ehrenamtlichen der Wikipedia arbeiten selbst organisiert. Also alles, was bei Wikipedia passiert, die Mechanismen der Zusammenarbeit sind selbst organisiert. Das machen die Ehrenamtlichen selbst. Es gibt keine andere Instanz als die sozusagen die Macht der vielen, die dort zusammenwirkt. Das heißt, es wird systematisch kollaborativ gearbeitet. Es geht gar nicht anders. Und es gilt ein Anonymitätsprinzip.
Und gerade habe ich es erwähnt, die deutschsprachige Wikipedia wird jeden Tag mehr als 30 Millionen Mal aufgerufen. Das heißt also, Wikipedia ist die erste Anlaufstelle für Informationen im Netz. Und gemessen an dieser imposanten Zahl an Aufrufen ist die Zahl der Autorinnen und Autoren relativ gering. Also es sind ungefähr 57.000 und davon im deutschsprachigen Raum 8.600 ungefähr aktiv. Das bedeutet, dass sie mindestens einmal im Monat bei Wikipedia Bearbeitung vornehmen, häufig sehr, 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 sehr viel mehr. Also es gibt viele Autoren, die täglich 2 bis 3 Stunden angeben, in Wikipedia zu arbeiten. Das ist immer sehr unterschiedlich. Und was sind die Aufgaben der Autorinnen und Autoren? Also die suchen sich die Tätigkeitsfelder selbst aus. Der Kern ist natürlich das eigentliche Schreiben von Artikeln. Aber daneben beschäftigen sich BenutzerInnen mit dem Korrekturlesen und dem Verbessern von Artikeln. Sie formatieren und ordnen ein oder bebildern, wie gerade schon erwähnt, die Wikipedia. Andere schreiben Hilfeseiten, damit Neueinsteiger eine Hilfe haben. Wie mache ich hier eigentlich mit? Was sind die Regeln? Und andere beantworten auch Fragen im Support-Team. Und Wikipedia-Communities kommunizieren natürlich überwiegend online, aber die Autorinnen und Autoren treffen sich auch sehr gerne vis-à-vis persönlich außerhalb von Wikipedia. In vielen Städten Deutschlands gibt es sogenannte Community-Räume, in denen sich Gleichgesinnte regelmäßig treffen und austauschen. Und bei konkreten Fragen zur Mitarbeit können auch Sie, also wenn es wieder möglich ist, wenn die Pandemie es zulässt, zu diesen Sprechstunden kommen, einfach dort vorbeischauen bei den Community-Räumen und mit echten Wikipedia-Aktiven in Kontakt kommen und sie alles fragen, was sie interessiert. Und dann gibt es auch noch regionale Stammtische, die jetzt auch natürlich online stattfinden, so wie wir uns jetzt hier treffen, ähnlich. Es gibt auch einmal im Jahr die sogenannte Wikicon, das ist quasi die Konferenz der Wikipedia-Aktiven, bei der sich in Workshops, in Vorträgen, in Gesprächsrunden, in Panel-Diskussionen, auch mit Inputs von Externen ausgetauscht wird zu den Entwicklungen in Wikipedia. Und es gibt auch noch spezielle Themenveranstaltungen, zum Beispiel nur für AdministratorInnen, also für die Leute, die in Wikipedia besondere Rechte haben, zum Beispiel Vandalen sperren können oder Leute, die sich nicht gut verhalten, nicht gut benehmen in Wikipedia, die können von den Admins zurechtgewiesen werden. Die haben auch eine eigene Konferenz, um sich auszutauschen. Außerdem gibt es auch einmal im Jahr die Wikimania. Das ist immer ein Riesenhighlight. Das ist die internationale Wikipedia-Konferenz, bei der hunderte von WikipedianerInnen aus der ganzen Welt gemeinsam das Programm gestalten und sich austauschen, was es sozusagen Neues gibt in der Wikimedia-Welt. Die erste Wikimania fand tatsächlich in Frankfurt am Main in Deutschland statt und seither gingen sie nach Alexandria, nach Buenos Aires, nach Haifa, nach Hongkong, London, Mexiko, Kapstadt, Stockholm. Also wirklich breit über die Welt verteilt, trifft man sich da einmal im Jahr. Und das ist immer ganz, ganz großartig, weil das dann spürt man erst, dann trifft man die Menschen und sieht, aha, es gibt so viele Leute mit verschiedensten kulturellen Hintergründen, mit verschiedensten Motivationen auch bei Wikipedia mitzumachen, aber alle eint eben dieses Herzensanliegen, Wissen digital zugänglich zu machen. Also es gibt eine ganz vielstimmige, bunte, weltweite Community, die sich online, aber auch offline trifft, austauscht und weiterentwickelt. Und jetzt würde ich gerne mal mit Ihnen schauen, wie denn das digitale Ehrenamt in der Praxis aussehen kann. Das ist ein Programm, das mir besonders am Herzen liegt. Das heißt Glam on Tour. Glam steht, das ist ein Akronym und steht für Galleries, Libraries, Archives und Museums. Also Galerien, Bibliotheken, Archive, Museen. Und da geht es also darum, dass Kulturinstitutionen Wikipedia-Aktive zu sich einladen, richtig in die eigenen Räume einladen, zum Beispiel ein Wochenende lang. Hier sieht man gerade, da sind wir im Evangelischen Kirchenarchiv in Kaufbeuren im Allgäu. Die Frau in Pink im Vordergrund ist die Archivarin dieses Kirchenarchivs und zeigt gerade, das war, glaube ich, ich habe es mir aufgeschrieben, ein Exemplar der schädelischen Weltchronik, die im Spätmittelalter entstand. Und da sieht man die Wikipedia-Aktiven, die also total begeistert sich das anschauen und dann ganz exklusiven Zugang zu bekommen haben und sich sozusagen direkt vor Ort Wissen
aneignen können, was dann wieder direkt in die Wikipedia einfließen kann. Also Sie können dann dort auch die Bibliotheksräume zum Beispiel nutzen, die Literatur von Kulturinstitutionen nutzen, um direkt halt hochwertige Artikel zu schreiben und mit den Expertinnen vor Ort natürlich auch sich auszutauschen und von denen auch nochmal Informationen zu bekommen. Das finde ich ein ganz tolles Beispiel, was auch zeigt, was eben Wikipedia zusammen mit Wikimedia auf die Beine stellen kann. Gerade im Kulturbereich gibt es wirklich ganz tolle Beispiele. Hier sieht man zwei Freiwillige im Schloss Versailles. Die machen mit Fotoequipment, was von Wikimedia zur Verfügung gestellt wurde, hochwertige Aufnahmen von gemeinfreien Werken, die dann sozusagen wieder zurück in die digitale Allmende überführt werden können. Also es geht auch um den Zugang zu Kulturgut, den Zugang zu oder die Bewahrung, die digitale Bewahrung von Kulturgut und vor allen Dingen auch die Möglichkeit zur Nachnutzung für alle. Wikimedia wiederum wirbt dann im Kulturbereich für Open Data, für die Prinzipien von Offenheit, von Kollaboration und vor allen Dingen auch für die Zusammenarbeit mit diesen Ehrenamtlichen. Denn es gibt so viel Engagement in der Gesellschaft, das sich jetzt auch zunehmend ins Netz verlagert. Und wir versuchen da sozusagen ein bisschen einen Rahmen zu bieten oder eine Vermittlerin zu sein zwischen Institutionen und diesen freiwilligen Communities. Und damit komme ich schon zum digitalen Ehrenamt und wie sich das weiterentwickelt. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie zeigt sich ja, wie gerade schon gesagt, das Engagement verlagert sich zunehmend ins Netz. Vielleicht haben Sie mitbekommen, die Bundesregierung macht inzwischen große Hackathons. Zu Beginn der Pandemie hieß der Wir versus Virus, also Programmierwettbewerbe. Hackathon heißt Programmierwettbewerb. Dann gab es jetzt auch nochmal Update Deutschland. Also große Wettbewerbe, wo digitale Lösungen für gesellschaftliche Probleme oder sozusagen über digitale Wege versucht wird, an Lösungen zu arbeiten. Und daran sieht man auch, es hat einen enormen Zulauf. Viele, viele Menschen wollen sich engagieren, wollen was für die Gemeinschaft machen. Und das passiert zunehmend im Netz. Ja, und wie das aussehen kann, das zeigt Wikipedia auf ziemlich beeindruckende Weise, denn seit Beginn der Pandemie ist Wikipedia wirklich weltweit die erste Anlaufstelle für gesundheits- und medizinische Informationen rund um Covid-19 geworden. Und in dieser Zeit der Pandemie, also seit einem Jahr, ist ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt wirklich das erste Mal so richtig am konkreten Notfall bewusst geworden, wie buchstäblich lebensrettend gute, faktenbasierte Informationen sein können. Und dass es eben dass Wikipedia insofern einen ganz hohen Wert hat, indem sie faktenbasierte, unabhängig erstellte Informationen zur Verfügung stellt. Und viele tausend Ehrenamtliche arbeiten jetzt gerade mit noch mehr Zeiteinsatz daran, seriöse und aktuelle Informationen auf Wikipedia zu Covid-19 zum Beispiel bereitzustellen. Das funktioniert dann so, dass sich die Autorinnen organisieren in thematischen Gruppen, zum Beispiel, die werden auch Redaktionen genannt in Wikipedia. Das Portal Medizin ist da zu nennen oder auf der englischsprachigen Wikipedia auch das Wiki Project Medicine. Und da werden dann diese Artikel über Covid-19 besonders engmaschig überprüft, damit auch wirklich nur seriös erhobene Daten staatlicher Behörden auch und Statistiken in diese Artikel eingehen können. Die werden dann alle nochmal mit einem Peer Review untermauert. Viele dieser Autorinnen haben übrigens auch selbst einen medizinischen Hintergrund, medizinische Fachkenntnisse oder arbeiten und forschen selbst im Gesundheitsbereich. Und ja, das heißt, wie wichtig die Arbeit der Ehrenamtlichen in Wikipedia ist, das zeigt sich gerade daran, dass sie Wissen zusammentragen, das buchstäblich lebensrettend sein kann. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, dann empfehle ich auch dieses Format, Wikipedia und Covid-19, das ist das YouTube-Format von zwei Ehrenamtlichen. Das sind Achim Raschka und Elja, die hier zu sehen sind. Die haben ein YouTube-Format, das heißt Unboxing Wikipedia. Und da erzählen die regelmäßig auch sozusagen ein bisschen detaillierter, wie sie arbeiten, wie die Ehrenamtlichen arbeiten und wie das jetzt gerade sozusagen nochmal auf Hochtouren läuft. Damit komme ich jetzt aber mal zum Kern der Frage, wie demokratisch funktioniert denn Wikipedia? Und da kann man sagen, im Vergleich zu anderen Plattformen finden sich schon eine ganze Menge demokratische Merkmale. Also wenn man sagt, in der Demokratie geht die Macht und die Regierung vom Volk aus, dann kann man für Wikipedia feststellen, die Macht und die Regelsetzung, also die Regeln,
werden von den Ehrenamtlichen gemacht. Alles, was bei Wikipedia passiert, passiert von den Menschen aus, die Wikipedia bevölkern, also die dort sind. Die Regeln werden von den Ehrenamtlichen gemacht. Zudem gibt es sehr viele Mitwirkungsmöglichkeiten, also einen hohen Grad an Partizipationsmöglichkeit. Allen ihren Besucherinnen bietet Wikipedia Mitwirkungsmöglichkeiten, sowohl im Bereich der Artikeldiskussion, hier sieht man es gerade, bei jedem Wikipedia-Artikel gibt es oben einen Reiter, der heißt Diskussion. Wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie, wie im Hintergrund teilweise gerungen wird um Argumente, um die Darstellung von Tatsachen, von Ereignissen. Das heißt, es ist genau, also alle können da mitmachen und mitdiskutieren. Und übrigens auch bei der Stimmabgabe über die Auszeichnung von Artikeln. Wikipedia-Artikel können ausgezeichnet werden als exzellent oder besonders lesenswert. Auch da können alle mitmachen. Es gibt auch übrigens kein Mindestalter für das Mitmachen bei Wikipedia oder bei dieser Stimmabgabe. Und hervorzuheben ist auch noch die wirklich große Transparenz, bei der Wikipedia richtig gut ist. Also alle Bearbeitungen, jede kleine Änderung bis aufs Komma kann minutengenau verfolgt werden aus der Versionsgeschichte. Die verbirgt sich auch übrigens hinter jedem Wikipedia-Artikel. Wenn Sie da draufklicken, können Sie minutiös nachverfolgen, wer was wann geändert hat. In Sachen Transparenz ist Wikipedia also nicht nur gut, sondern tatsächlich unschlagbar eigentlich. Und das ist auch übrigens für Historikerinnen und Historiker total interessant. Die können nämlich anhand von Wikipedia sozusagen gesellschaftliche Diskussionen oder halt was hat die Leute umgetrieben damals, weiß ich nicht, als Trump gewählt wurde oder wie war das mit der Corona-Pandemie. Zu verschiedensten Themen kann man da sehr interessant nachverfolgen, was in den Diskussionen passiert ist. Und es gibt in Wikipedia auch Wahlen von Funktionstragenden, also die gerade erwähnten Admins, die Administratorinnen und Administratoren, die werden in Wikipedia mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt. Und genau, also die können sozusagen Recht und Ordnung in Wikipedia durchsetzen. Die können Vandalen sperren oder Mitarbeitende, die andere beschimpfen oder beleidigen, können sie sperren. Man muss aber sagen, also es gibt ein paar demokratische Merkmale, aber grundsätzlich ist Wikipedia eher so eine Mischung aus Demokratie und Meritokratie, also einer Herrschaftsform, in der Personen aufgrund ihrer gesellschaftlich anerkannten oder individuellen Leistungen sozusagen besondere Verdienste bekommen. Das sagt übrigens auch die Wikipedia-Community selbst. Es ist eher eine Mischung aus Demokratie und Meritokratie und das auch aus Gründen. Es gibt viele demokratische Prozesse, aber manches muss auch anders entschieden werden, um bestimmte Schutzmechanismen und eine gewisse Stabilität zu gewährleisten. Es kommt eben nicht immer nur auf die Mehrheit an, das kann sogar mal auch ganz relativ gefährlich werden, sondern es geht auch um die besseren Belege, um die besseren Argumente. Politik zum Beispiel hört ja auch in Teilen mehr auf die Wissenschaft als auf die Mehrheitsmeinung und das auch aus guten Gründen. Es gibt also einige demokratische Prinzipien innerhalb von Wikipedia. Der wichtigste Punkt ist aber, das möchte ich sagen, gar nicht, wie demokratisch funktioniert Wikipedia, sondern was kann Wikipedia als Werkzeug für die Demokratie leisten. Schauen wir uns das mal an. Wissen war jahrhundertelang den sehr Privilegierten in der Gesellschaft vorbehalten. Wissen wurde vor der breiten Bevölkerung zurückgehalten und wurde von wenigen kontrolliert. Mit Wikipedia hat sich das radikal geändert. Wissen steht heute im Netz nicht nur den Privilegierten oder denen es gut geht, zur Verfügung, sondern es steht im Netz allen Menschen frei zur Verfügung, und zwar kostenlos und werbefrei. Alle Menschen können potenziell daran mitschreiben und das Wissen selbst gestalten und mehren. Und in einer lebendigen Demokratie brauchen wir eben auch eine lebendige Aushandlung dessen, was unser Weltwissen ist. Und es braucht auch geeignete Räume für diese lebendige Diskussion und Raum zum konstruktiven Streiten. Und Wikipedia lebt von genau diesem Streit oder auch von der Aushandlung um das beste Argument, vom Abwägen von Argumenten und vom Aushandeln dessen, was wahr und richtig ist.
Wikipedia bietet diesen Raum im Netz und das ist das Grundprinzip. Hier liegt auch der Wert in der gemeinsamen Aushandlung von Argumenten. Das heißt aber, wer bei Wikipedia mitmacht, der sollte jetzt nicht davon ausgehen, auch wenn es noch so fundiert und gut belegt ist, dass das, was ich reinschreibe, dann dafür immer stehen bleibt, sondern man muss sich da, wenn man dort mitmacht, muss man sich darauf bereit machen, dass man darum diskutieren muss. Man sollte sozusagen Ambivalenzen aushalten können und auch die Bereitschaft mitbringen, das, was man dort machen möchte, zu vertreten, mit anderen in die Diskussion zu gehen. Es geht also auch viel um den persönlichen Einsatz bei Wikipedia. Die Einigung auf eine Artikelfassung, auf das, was unser Weltwissen ist, das gilt bei Wikipedia also nicht ein für alle Mal. Es gibt keinen fixen Wissensstand, sondern das Wissen ist ein Ergebnis eines beständigen Aushandlungsprozesses und eines beständigen Weiterentwicklungsprozesses. Und ich denke, das hat auch einen großen Wert, denn das bedeutet, dass wirklich tagesaktuell Dinge angepasst werden können, erneuert werden können. Das ist in einem gedruckten Buch zum Beispiel so nicht möglich. Das geht bei Wikipedia. Ja, insofern finde ich die Frage total interessant, was Wikipedia heute für die Demokratie schon leistet. Das möchte ich nochmal ausführen. Der erste Punkt ist, dass durch Wikipedia Wissen nicht mehr nur wenigen zur Verfügung steht, sondern das Wissen der vielen steht im Netz zur Verfügung und ist auch tatsächlich zum größten Wissensbestand der Menschheit geworden. Was universelles Wissen ist, das gestalten heute Hunderttausende von Menschen gemeinsam und nicht nur wenige. Ein weiterer Punkt, wir leben heute in einer unglaublich vielstimmigen Gesellschaft und in einer diversen, offenen und immer vielstimmigeren Gesellschaft. Wir leben in Zeiten, in denen sich Gesellschaft und Politik fragt, wie sie auch mit den entstehenden Teilöffentlichkeiten im Netz am besten umgeht, um ein demokratisches Miteinander zu gewährleisten. Es gibt extreme Meinungen, teils Unsicherheiten, wie man mit diesen extremen Meinungen in der öffentlichen Kommunikation am besten umgeht. Und im Extremfall, mit Blick auf die Politik der Vergangenheit in den USA, gibt es eine Bevölkerung, die sich nicht mehr einigen kann, wer eine Wahl gewonnen hat. Und in diesem Zusammenhang leistet Wikipedia einige relevante Beiträge für die Stärkung der Demokratie. Und einer ist der schiere, riesige, faktenbasierte Wissensbestand für die Gemeinschaft, der für alle Menschen kostenlos und jeden Tag zur Verfügung steht. Und wir wissen auch, wie wichtig der grundsätzlich freie Zugang zu belegten Informationen für die Bürgerinnen und Bürger demokratischer Systeme sind. Information kann erst mündige Entscheidungen ermöglichen und Wissen ermächtigt Menschen. Und welchen Wert diese Informationen haben können, habe ich gerade in dem Beispiel mit Corona auch schon ausgeführt. Und der dritte wichtige Beitrag aus meiner Sicht, den Wikipedia für die Stärkung der Demokratie leistet, Wikipedia lebt Demokratie vor. Egal, welche persönliche Meinung ich habe, ich muss systematisch mit vielen weiteren Personen um mein Argument, um die Darstellung einer Tatsache argumentieren. Und diese Diskussionen haben zum Ziel, den neutralstmöglichen Standpunkt zu erlangen, also einen Wissensstand zu finden, auf den sich alle einigen können. Und dieser tatsächliche Zwang zum Aushandeln, sich auf eine Artikelfassung zu einigen, dieser systematische Druck hin zum Kompromiss, zur Einigung, kann als ein wichtiger Wert in einer Demokratie gesehen werden. Das Prinzip Wikipedia hat also auch eine verbindende Funktion in Zeiten, in denen immer mehr Teilöffentlichkeiten entstehen. Hier bin ich nicht im Netz, um eine Meinung zu vertreten, sondern ich muss mich systematisch mit anderen Meinungen und Perspektiven und Fakten auseinandersetzen. Also ich bin der Meinung, dass Wikipedia und die digital Ehrenamtlichen, die daran arbeiten, einen riesigen Beitrag oder ja einen sehr wichtigen Beitrag zu einer demokratischen Digitalisierung leisten und dass das auch unbedingt unterstützt werden sollte. Und damit komme ich zum Punkt digitales Ehrenamt auf Augenhöhe. Digitales Ehrenamt sollte vor allen Dingen politisch wie das herkömmliche oder das analoge Ehrenamt behandelt werden. Es ist wichtig, dass man dass wenn man über Ehrenamt spricht, dass man da auch nicht sozusagen den Unterschied digital und analog aufmacht. Das sind keine Gegensätze, wie wir auch gerade gesehen haben. Es passiert ganz viel auch in Kulturinstitutionen und vor Ort und zum Anfassen. Das ergänzt sich eher. Und digital und analog sind gerade bei Wikipedia eher Dimensionen der Tätigkeit für viele Ehrenamtliche jedenfalls.
Und genau, dafür sind auch gute politische Rahmenbedingungen nötig. Digitales Ehrenamt braucht unbedingt eine angemessene Wertschätzung und eine Anerkennung. Das kann zum Beispiel durch staatliche Förderprogramme passieren. Das kann durch die Verbreitung guter Beispiele passieren, durch Politikschaffende zum Beispiel. Also dass einfach das digitale Ehrenamt noch präsenter ist im öffentlichen Diskurs. Und vor allen Dingen ist auch wichtig für die Ehrenamtlichen, damit sie überhaupt ihre Arbeit machen können, freie Inhalte zur Verfügung zu stellen und offene Zugänge zu Wissen im Netz, um dieses digitale Ehrenamt zu erleichtern. Politik muss Ehrenamtlichen auch den Rücken frei halten, damit sie ihre Arbeit gut machen können. Was bedeutet das, den Rücken frei halten? Also abseits der Details oder der formaljuristischen Fragen muss eines klar sein, und da wünschen wir uns auch ein klares Bekenntnis seitens der Politik. Ehrenamtliches Engagement, ob digital oder nicht, muss möglichst frei sein von juristischen Fallstricken und von Rechtsunsicherheit, insbesondere von Haftungsrisiken und von einem überholten Gemeinnützigkeitsbegriff und anderen unnötigen Belastungen. Ich habe da auch ein Beispiel aus der Wikipedia. Für Wikipedia soll ein presserechtlicher Sorgfaltsmaßstab gelten, also diese Forderung gab es. Und dieser presserechtliche Sorgfaltsmaßstab, der ist für Ehrenamtliche nicht zumutbar. Denn erstens, die Zeit der Ehrenamtlichen ist knapp. Ehrenamt ist etwas für die Zeit reichen. Und die Zeit ist dennoch knapp. Das heißt, man kann Ehrenamtlichen nicht aufbürden, etwas zu tun in dieser Zeit, was nicht ihrer Neigung, ihrer Leidenschaft entspricht. Und das sollte nicht überfrachtet werden mit Ansprüchen, die man an Erwerbsarbeitende vielleicht anlegt. Und dazu kommt auch, dass Ehrenamtliche gar nicht dieselben Zugangsrechte haben wie Presseleute. Insofern ist dieser Anspruch falsch aufgesetzt. Und es ist auch so, dass in Wikipedia die Sorgfalt anders stattfindet, über das Peer Review. Also dadurch, dass nicht eine Person etwas aufschreibt, sondern dass eben sehr, sehr viele Augen darauf schauen, dass das gut belegte Informationen sind. Ein Punkt ist auch die Stärkung der digitalen Zivilgesellschaft, damit das digitale Ehrenamt weiter wachsen und gedeihen kann. Die Bedürfnisse ehrenamtlich getragener Strukturen und des dritten Sektors, des digitalen, also das ist der neben dem privatwirtschaftlich und dem öffentlich finanzierten, die werden weiterhin vernachlässigt, auch wenn es häufig anders gesagt wird. Und deswegen fordern wir bei Wikimedia zum Beispiel, insbesondere bei der Plattformregulierung, sachgerechte Sonderregeln für gemeinwohlorientierte Internetstrukturen, die dann zum Beispiel die Selbstverwaltung fördern und Haftungsrisiken senken. Und was wir auch sehr unterstützen, ist ein freiwilliges digitales Jahr. Also damit junge Menschen, die sich engagieren möchten und die sowieso die meiste Zeit vor einem Device hängen, nein, das ist zwar jetzt sehr flapsig, aber die sowieso sehr internetaffin sind, das sollte kanalisiert werden, das sollte genutzt werden. Deswegen sind wir für ein freiwilliges digitales Jahr. Wenn Sie sich weiter interessieren für unsere politischen Positionen, hier ist unser aktueller Politikbrief, oder Sie können unter wikimedia.de Positionen auch weitere Argumente und Argumentationshilfen finden. Zum Schluss oder gegen Ende meines Vortrags möchte ich noch auf einen Punkt kommen, um ein bisschen in die Zukunft zu deuten. Und das möchte ich einmal ausformulieren. Eine Gesellschaft, die sich ein starkes und vielfältiges zivilgesellschaftliches Engagement wünscht, muss sich die Frage stellen, wie sie gleiche Bedingungen für politische Partizipation ermöglicht. Und genau diese Frage, die auch in demokratischen Systemen zunehmend diskutiert werden, die stellen sich auch zunehmend die Wikipedia-Communities, nämlich so Fragen, die sich aus diesem Anspruch ergeben. Wie sieht es denn aus eigentlich mit Repräsentation und Diversität? Also da wissen wir ja, dass wenn man auf die Politik schaut, auf die Medienlandschaft, in eigentlich allen Bereichen, dass da noch keine breite Repräsentation verschiedener Menschen oder verschiedener Gruppen von Menschen so richtig da ist, dass es ein bisschen mehr Diversität, bei der Diversität häufig Luft nach oben ist. So ist es auch bei Wikipedia. Wir stellen uns die Frage, wie ist denn die Macht eigentlich ausbalanciert in den Wikimedia-Strukturen?
Sind die Checks und Balances denn wirksam in unserem Sinne und gibt es wirklich gleiche Bedingungen für die Beteiligung? Und da muss man natürlich sagen, man kann sagen, hier ist es offen, alle können mitmachen. Aber da macht man sich vielleicht auf der langen Strecke dann doch etwas einfach, denn wir wissen, dass es eben nicht für alle Menschen gleichmäßig möglich ist, zum Beispiel einer ehrenamtlichen Tätigkeit sorgfältig nachzugehen oder sich in anderer Weise zu engagieren. Und da möchte ich Ihnen mal eine Karte zeigen. Und hier sieht man die Welt bei Nacht und die ganz hell leuchtenden Stellen auf dieser Weltkarte. Das sind die meisten Bearbeitungen an Wikidata. Das ist diese maschinenlesbare Datenbank. Und da sieht man schon, da ist eine große Unwucht. Die meisten Bearbeitungen kommen aus Europa und aus Nordamerika. Und in weiten Teilen der Welt sieht es da ganz anders aus. Und das beschreibt auch eine der größten Herausforderungen von Wikipedia. Denn Wikipedia erneuert ja jeden Tag so ein Inklusionsversprechen. Freier Zugang zu Wissen für alle Menschen. Aber zunehmend fragen wir uns, über welches Wissen sprechen wir denn eigentlich bei Wikipedia? Denn wir wissen, dass Ehrenamt grundsätzlich mit gewissen Privilegien auch einhergeht. Man braucht Zeit, wie ich vorhin ausgeführt habe. Und bei Wikipedia, wie ich auch gesagt habe, muss man sich committen. Und genau dieses Commitment, also diese Bereitschaft, dabei zu sein, Zeit zu investieren, das muss man auch erstmal mitbringen können. Und da kann man schon sehen, dass das einige Menschen in verschiedenen Lebensphasen vielleicht auch stärker ausblendet. Und auch der Punkt der Aushandlung von Wissen, den ich vorhin positiv hervorgehoben habe, diese Aushandlung braucht ja auch Zeit und die braucht Kraft. Und diese Zeit und diese Kraft haben nicht alle. Und das macht es schwerer, einen breiten Querschnitt der Gesellschaft bei Wikipedia als Ehrenamtliche zu haben. Eine breite Repräsentation von Männern, von Frauen, Jungen und Alten, Müttern, Vätern, der queeren Community, von Menschen mit internationaler Geschichte ist schwieriger möglich, wenn nur wenige Menschen diese Zeit aufbringen können, sich da zu engagieren. Deswegen liegt der Fokus von Wikimedia in den nächsten 10 Jahren darauf, mehr Diversität zu erreichen. Und wie wollen wir das machen? Ein erster Schritt ist der sogenannte Code of Conduct. Das ist also ein schriftlicher Verhaltenskodex, ist so ein altmodisches Wort, aber letztlich ist es eine schriftliche Vereinbarung der Wikimedia-Communities, wo mal festgehalten wird, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Was sind für uns so Standards? Und das soll auch zu einer noch besseren Willkommenskultur beitragen, sodass sich noch mehr Menschen mit verschiedenen Hintergründen bei Wikipedia willkommen und eingeladen fühlen und mitmachen. Und ein großes Thema für uns in den nächsten 10 Jahren ist die sogenannte Wissensgerechtigkeit oder Gerechtigkeit des Wissens. Hier gibt es, ist ein sehr vielschichtiges Thema, wo man an verschiedenen Stellen ansetzen kann, um noch mehr Menschen zu ermöglichen, bei Wikipedia mitzumachen. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, was digitales Ehrenamt bei Wikipedia bedeutet und vielleicht auch mal mitmachen möchten, dann habe ich hier noch ein paar Links zusammengestellt. Die Präsentation kann ich danach auch gerne zur Verfügung stellen. Es gibt ein paar tolle Seiten mit Einstiegsmöglichkeiten, wo man auch so kurze Videos von Wikipedia-Autoren sich anschauen kann, die auch wirklich aus der Praxis erzählen und häufige Fragen zu Wikipedia und einiges mehr. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können mir auch sehr gerne schreiben unter lilly.iliev@wikimedia.de. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen oder Gedanken dazu und möchte zusätzlich auch noch 3 Impulse für eine mögliche Diskussion mit reingeben. Und zwar, wie wichtig ist denn für Sie offener Zugang zu Daten und Informationen im Netz? Und ja, wie sieht's aus? Ist Wikipedia für Sie denn ein Werkzeug demokratischer Digitalisierung? Ich habe das jetzt erzählt, aber kann ja sein, dass Sie das anders sehen. Und zu guter Letzt, was bedeutet für Sie Partizipation und Teilhabe im Netz? Das sind noch die Bildnachweise. Und damit gebe ich zurück in die Runde.